Seminar Schauspiel studiert, war danach am Düsseldorfer Schauspielhaus und bin momentan am Burgtheater beschäftigt und da auch mit zwei Produktionen jetzt hier beim Theatertreffen eingeladen. Wie kam es zu dem Engagement an der Wiener Burg? Das kam, es kam einfach. Ich glaube, ein paar Dramaturgen vom Burgtheater kannten mich schon so vom Reinhardt-Seminar, als ich da irgendwie studiert habe und dort gespielt habe. Und dann war ich ja in Düsseldorf im Theater und habe dort zwei Arbeiten mit dem Regisseur Dusan David Parisek gemacht, der jetzt hier auch vertreten ist mit der lächerlichen Finsternis. Und der hatte sich auch sehr gekümmert, dass möglichst viele Leute zuschauen kommen zu diesen Arbeiten. Und es war klar, dass er am Burgtheater arbeiten wird. Und dann hatte ich das Glück, da auch mitkommen zu können. Jetzt heißt es in einer Zeitung, ist eingeschlagen wie ein Komet. Was heißt das? Also, ich weiß es nicht, ich habe es ja nicht geschrieben. Keine Ahnung. Wie fühlt sich das an, wenn sowas plötzlich in der Zeitung steht? Man ist da gerade an der Wiener Burg. Jetzt nicht irgendwo. Und dann wird auch noch genau sowas geschrieben. Wie fühlt sich das an? Was für ein, ist das, löst das Druck aus? Ja. Und wie geht man damit um? Also ich glaube, ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, ach, es ist mir ja egal und es freut mich nicht. Das ist natürlich überhaupt nicht so. Es ist total schön und ich freue mich wahnsinnig, dass ja sehr viele Menschen irgendwie dieses Jahr so beschlossen haben, dass das, was ich versuche, auf der Bühne zu gestalten, zu mögen. Aber für mich löst es irgendwie dann so ein paar Stunden später einen totalen Druck aus, so weil ich dann das Gefühl habe, boah, da sind so viele Erwartungshaltungen und so, denen man irgendwie gerecht werden will. Andererseits denke ich, nee, ich will einfach meine Sachen spielen, meinen Abend spielen, meine Rolle verkörpern so und versuche das dann auch immer wieder so wegzuschieben. Aber es ist natürlich was einen erstmal freut, aber dann ist bei mir immer so das Ding, dass ich denke, ja, aber jetzt muss ich dem auch wirklich gerecht werden. Jetzt muss ich auch so sein. Das ist eigentlich so ein unnötiger Gedanke, weil es geht darum, dass wir Theater machen und Geschichten erzählen. So. Aber der Druck wird ja auf dem Theatertreffen hier am Berliner Festspielhaus nicht unbedingt geringer, oder? Ja, ich weiß nicht, wir hatten jetzt gerade irgendwie Bühnenprobe und ich war sehr, sehr aufgeregt davor und kam aber jetzt in diesen Raum rein und dann, es ist klar, es ist größer als das Akademietheater, aber es ist ein Theaterraum und da werden heute Abend Menschen sitzen, die uns zuhören wollen und denen wir was mitgeben werden. Und von daher ist es nicht unbedingt anders so. Und ich finde es irgendwie hier so, die Stimmung ist noch alles irgendwie so ganz ruhig und so. Und deshalb hoffe ich es ein bisschen so zu sehen wie eine Vorstellung, wie jede andere, was es natürlich nicht ist, weil es in einem anderen Rahmen ist. Aber im Endeffekt geht der Vorhang um 19.30 Uhr hoch und das tut er bei uns zu Hause auch, wenn wir da spielen. Und ja, versucht das so zu sehen, damit ich auch einfach nicht so krass aufgeregt bin. Aber es kann ja auch eine positive Energie sich dadurch entwickeln, oder? Voll, absolut. Aber bei mir ist es eh so, wenn ich gar nicht aufgeregt bin vor Vorstellungen, dann ist eh was komisch. Also ich brauche das auch so ein bisschen als, ich beschreibe das immer mit so diese gesunden Hummeln im Po, dass man so raus möchte und so eine gesunde Anspannung und vor allem auch Spiellust hat. Und die ist bei mir immer auch gekoppelt mit einer gewissen Nervosität, weil man nicht weiß, wie sind die Leute unten drauf, wie wird sich's heute Abend so entwickeln mit den Kollegen, wie schießt man sich heute welche Sachen zu und ist ja immer anders. Und deshalb so ein bisschen Anspannung ist schon gut. Können Sie kurz ein bisschen über das Stück erzählen? Wovon handelt es? Es geht um eine Mutter-Tochter-Enkelin-Generation und diese Oma hat in ihrer Jugend einen Hochverrat begangen, weil sie einen Soldaten denunziert hat und schleppt dieses Geheimnis seit Jahren mit. Und da gibt es einen Konflikt zwischen ihrer Tochter und zwischen mir. Ich bin die Enkelin. Und diese Enkelin versucht dann, das aufzurollen und versucht, die Wahrheit zu finden. Und umrahmt wird das Ganze von vier Schwestern, im Stück genannt die Hundsmäuligen, die quasi wie so die Erinnerungsfetzen dieser Großmutter sind und die Stimmen aus der Vergangenheit, die irgendwie immer wieder kommen und uns alle im Endeffekt immer wieder einholen. So. Das sind alles Schauspieler, die ich kenne, seit ich sehr, sehr jung bin und immer wieder ins Burgtheater gegangen bin. Jetzt steht man da mit denen. Und es war aber sehr, sehr schön, den Proben zu merken, auch mit einer Elisabeth Ort, die ja nochmal so eine ganz andere Generation ist, zu merken, auch wie schön die Proben alle und suchen alle eigentlich genauso wie man selber, halt mit ihren anderen Mitteln und vielleicht mit mehr Mitteln, klar, weil sie schon weiter oder länger in diesem Beruf sind,
aber dass so diese Suche eigentlich dieselbe ist und das fand ich total schön. Jetzt wird ja auf einem Theatertreffen immer viel debattiert, speziell jetzt mit der Eröffnung von die Schutzbefohlenen. Das kommt ja auch aus Wien, das Stück weitestgehend, behandelt die Situation um die Flüchtlinge an der Votivkirche. Mhm. Gehört das an ein Theater, solche Themen? Absolut. Und wenn ja, wie? Ich finde dieses Wie, also ich finde, wir machen hier Kunst. Und ich finde, Kunst kann nur aus einer Freiheit entstehen. Und ich finde, das sind absolut Themen, die gerade, man sieht es ja, man muss nur die Zeitung aufmachen, sind gerade aktueller denn je. Wir spielen das Stück ja gerade selber auch in Wien. Und ich finde das absolut wichtig. Ich muss sagen, diese Debatte, ich finde das schwer nachvollziehbar, weil so wie ich das verstanden habe, wie auch dieses Thema Blackfacing da eingebettet ist, ist es in einem sehr künstlerischen, auch teilweise humoristischen Rahmen eingebettet und wird ja auch sofort wieder gebrochen. Und dass das dann so, dass das dann das Thema des Abends ist und gar nicht so dieser, der wirkliche Inhalt, das finde ich halt so ein bisschen schade und ich kann mir nicht vorstellen, dass das die Intention des Regisseurs und des Ensembles war, das glaube ich einfach nicht und deshalb finde ich, umso mehr müsste man in diesen Abend reingehen. Nochmal kurz zu dem zweiten Stück, die lächerliche Finsternis. Können Sie kurz das nochmal umreißen? Was ist Ihre Rolle darin und worum geht es in dem Stück konkret? Ja, das ist bei dem Stück tatsächlich gar nicht so leicht, das so runterzubrechen. Also ich spiele einen schwarzen Neger aus Somalia, unter anderem. Und ja, wir sind vier Frauen, die alle Männerrollen spielen. Es geht um zwei Bundeswehrsoldaten, die sich auf dem Weg durch Afghanistan machen, um da jemanden zu finden. Es geht um zwei Bundeswehrsoldaten, die sich auf die Reise durch den Urwald machen, weil sie einen Auftrag zu erfüllen haben und auf dieser Reise verschiedene Stationen in diesem, ja, in diesem fernen, fremden Land bereisen. Und ich spiele da unter anderem den schwarzen Neger aus Somalia. Und es geht an dem Abend generell, es geht um Kolonialismus, es geht um Globalisierung. Es geht aber auch ganz viel, und das finde ich sehr, sehr toll, um Darstellbarkeit von Theater. Was ist eigentlich im Theater noch möglich? Was können wir überhaupt noch mit unseren Mitteln? Und das ist auch mit ein Grund, warum wir vier Frauen sind, die diese Männerrollen spielen und wie da überhaupt mit Theater und mit der Form Theater an sich umgegangen wird. Und das finde ich ganz, ganz schön, weil das zwei, erstmal denkt man sich so, wie gehen diese Themen alle zusammen, aber sie gehen. Fällt es leichter, wenn sich mit solchen Themen zu beschäftigen, wenn der Regisseur selber nicht aus Deutschland ist? Ich kann es nicht sagen, weil bei uns war die Arbeit jetzt so, dass das mit Dusan David Parisek war, der gebürtiger Tscheche ist. Ich kann es nicht sagen, es ist bestimmt anders, aber weil es mit jedem Menschen anders gewesen wäre. Also auch mit jemandem, mit einem Regisseur, der dann aus der Türkei kommt oder ich weiß nicht woher, wäre es auch wiederum anders gewesen. Ich glaube, das ist egal in welcher Arbeit, man kann erstmal nur aus dem schöpfen, was man selber erlebt hat und was man selber weiß. Und dann gibt es Dinge, die man sich dazu holen kann, die man sich vorstellen kann, die einen bereichern. Und das ist natürlich dann was anderes so mit der Erfahrung, die Duschan hat zu arbeiten, als wenn da jetzt wer andere gewesen wäre. Aber ich finde, das hat sich so bedingt. Nochmal zu dem politischen Aspekt des Theatertreffens. Inwiefern oder was kann, darf und soll Theater? Das sind mal ganz schön viele Fragen. Was kann, darf, soll, und muss oder vielleicht soll auch? Oder muss, ja. Ja, stimmt. Was kann, darf, soll, muss Theater? Ich weiß gar nicht, ob ich das so kurz beantworten kann. Also ich finde erstmal, muss es alles dürfen, weil man austesten und tarieren muss, wie weit die Möglichkeiten sind. Ich finde, es muss mutig sein, es muss auf jeden Fall ehrlich sein. Und ich finde es halt wichtig in der Gesellschaft und in der Welt, wo wir jetzt leben, dass man sich einfach bewusst wird, dass wir, ich finde, man kann gar nicht mehr so eine vierte Wand Theater machen, weil dieses, ich gehe in den Theaterraum, vergesse alles um mich rum, das wird immer, immer schwieriger. Und ich finde, dafür ist Theater so ein wunderbarer Ort, viel mehr als das ein Fernseher jemals sein kann, dass man Menschen ein bisschen wachrüttelt. So. Und das würde ich mir so wünschen, dass das halt sich nicht verändert, weil ich ganz fest daran glaube, dass Theater was verändern kann. So.
Und wenn bei einer Vorstellung zwei Leute vielleicht rausgehen, ein bisschen anders über ihr Leben nachdenken oder über eine Gesellschaft, dann fände ich das schon sehr, sehr schön. So, und das, finde ich, darf Theater nicht verlieren. Ich finde, es darf nicht dieses Unantastbare, wir stehen da oben und machen, erzählen irgendwas, bewertet es aber bitte nicht, weil wir sind einfach so da sein. Das finde ich schade. So, aus dem Grund habe ich nicht angefangen, das zu machen.